Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, Schlag auf Schlag geht es und das nächste Video steht heute schon an, pünktlich zum zweiten Advent. Auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal einen wundervollen zweiten Advent. Und was soll ich sagen? Heute zeige ich euch mein neues FC St. Pauli Trikot für die Saison 2022-2023. Und das kommt nicht von ungefähr. Und zwar, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, am 11. September hatten wir ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Und nach dem Spiel hatte ich mein Trikotpatentreffen, worüber ich mich dieses Jahr auch wieder sehr freue, wie die letzten Saisons auch, wenn es dann stattgefunden hat. Aber dieses Jahr konnte es toi 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 stattfinden und ich habe mir diese Saison keinen geringeren Spieler ausgesucht als Johannes Eggestein. Und da zeige ich euch doch gleich mal, welches Trikot ich genommen habe. Man kann ja immer auswählen. Das sieht so aus. Ich habe mich für das Auswärtstrikot entschieden und hier mit der Rückennummer 11, wie ihr seht, und Autogramm. Da bin ich mega stolz drauf und freue mich riesig, dass das geklappt hat. Das Trikotpatentreffen, da erzähle ich einfach noch mal ein bisschen was zu. Also letztendlich ist das eine Trikotübergabe, die findet einmal pro Saison statt. Man bezahlt einen Betrag dafür, dass man das machen kann, darf, möchte, wie auch immer. Für eine Saison zählt das dann. Und dazu gehört dann noch eine Weihnachtskarte. Man wird in der Stadionzeitung erwähnt. Man ist auf der Internetseite des FC St. Pauli vertreten als Trikotpate oder Trikotpatin. Das gehört alles so zum Gesamtpaket dazu, wofür man bezahlt. Und wie gesagt, ich hatte meine diesjährige Trikotübergabe schon sehr früh in der Saison. Sonst habe ich das eher immer in der Rückrunde und zum Ende hin gemacht. Aber es war total nett. Sehr sympathische Spieler. Also in der Regel sind da dann auch mehrere Spieler dabei. Das ist immer so ein bisschen abhängig, wie auch die anderen Paten und Patinnen können. Genau, also das ist immer eine ganz bunte Mischung. Man lernt auch über die Jahre. Einige trifft man öfters, andere ein bisschen weniger. Aber so teilweise untereinander kennt man sich dann auch schon. Und das hat dieses Mal draußen stattgefunden. Also wir waren da vor diese Zone vor dem Spielertunnel. Da waren wir, wenn die Mannschaft sozusagen aus der Kabine kommt und in den Spielertunnel reingeht. Dort hat das dieses Jahr stattgefunden. Genau, das war, ich hatte die ganze Zeit meine Maske auf, außer für das Foto halt. Und dann waren wir da auch so ein bisschen am Rasen. Also natürlich nicht auf dem Rasen, am Spielfeldrand. Und als das Treffen dann zu Ende war, es hätte nicht noch besser kommen können, weil ich hatte den Tag überhaupt wirklich absolut keinen Bock auf Fußball. Ich weiß auch nicht, ich hatte einfach keine Lust zu nichts und der Tag hätte nicht besser werden können. Dann haben wir noch Jackson Irvine getroffen nach dem Spiel. Also Laune war dann wieder ganz oben. Also auch schon vom, nicht vom Spiel her, aber vom Stadionbesuch, von der Stimmung, von dem Trikotpatentreffen. Und ja, wenn du dann noch Spieler triffst, die du sympathisch findest, die du supportest, was kann dem eigentlich noch im Wege stehen? Und dann sind meine Mutter und ich nach Hause gefahren. Also ich nehme sie meistens mit zu den Treffen. Ja, und liebe Freunde,
das soll es dann auch schon tatsächlich mit dem heutigen Video gewesen sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch ein Trikot diese Saison zugelegt habt oder es euch vielleicht noch kaufen wollt. Ja, Freunde, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund oder werdet gesund und bis dann. Tschüss!